Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich registriere einen Temperaturabfall. Let's Play Mass Effect Andromeda mit eurem Sarek. Können Sie sich vorstellen, was für Heizkosten wir hätten, wenn wir uns hier ansiedeln würden? Wir haben gerade herausgefunden, dass hier Asari... So, besser? Also Cora, von diesen Asari-Elite-Soldatinnen hört man ja alles Mögliche. Hört man oder sieht man in billigen Action-Videos? Egal, jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen Attentate aus. Alles offiziell sanktioniert. Und das fanden Sie in Ordnung? Ja, fanatische Citadel-Gegner eliminieren oder das Krisenteam später das Blut aufwischen lassen? Da hat man nicht wirklich die Wahl. Wo ist denn? Oh, das ist noch ein gutes Stück. Auf dem Berg da. Das schafft es. Monolithen haben wir noch einen, den wir hier aktivieren müssen. Und dann wird ein bisschen Terraforming betrieben. Somit können wir dann auch hier einen Außenposten hinbauen. Wie weit ist es denn noch? Auf dem Berg. Jetzt müsste ich genau drauf zuhalten. Ich dachte, es wäre die Perifauna. Eis- oder Mineralvorkommen können zu falsch positiven Ergebnissen führen. Das tatsächliche Signal muss allerdings relativ nah sein. Okay. Wie viel relativ? Quelle des Signals. Ah, so weit entfernt kann es nicht sein. Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Ne, das ist Frequenz und hier ist das. Ja. So viele kleine Missionen und ich... Okay, das ist nicht gerade leicht zu finden. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Habe ich gemerkt. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich frage mich, ob uns die Angara gemeinsam mit sich trainieren lassen würden. Ich würde gerne ihre Kampftechniken kennenlernen. Es hieß, das hier wäre eine goldene Welt. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Ja, so golden ist die dann anscheinend doch nicht. Wie weit ist es noch? Ist noch ein kleines Stück. Aber nichts, was wir nicht schaffen. Nebenbei muss ich nach Relikt-Tech Ausschau halten, damit wir so einen Encoder für die Relikt-Rätsel kriegen. Denn die Rätsel werden auch immer komplexer und schwerer. Ich will mich ja ungern einen ganzen Tag mit so einem Relikt-Rätsel befassen. Müsste genau drauf zusteuern. Schon unterwegs. Ein falsches Signal.
Das können wir abhaken. Na super. Was wäre das nächste? Die sind aber auch überall verteilt. Dann hole ich mir als erstes hier den Außenposten. Den. So. Genau drauf zu. Wir wollen ja noch ein bisschen was in der Folge schaffen. Besser als ihre Ausbildung vermuten lässt. Sie hatten einen Mentor. Ich hatte ein Team, das nicht wollte, dass ich draufgehe. Wie jetzt auch, oder? Wie wir alle jetzt auch. Na, die Unterhaltungen dazwischen sind immer mal interessant. Pathfinder, diese Reliktstätte könnte über Verteidigungssysteme verfügen. Ich sehe hier keine Verteidigung. Ich glaube, das ist CatTech. Halten Sie die Augen offen. Was auch immer das hier ist. Es ist riesengroß. Sieht aus wie ein Schutzschild. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Jawoll, und wieder eine Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Was ist das? Schön. Reliktech, aber kein Behälter. Traurig, aber wahr. So, wo geht's als nächstes hin? Ich würde mal sagen, erstmal hier hin. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hab ich gemerkt, Sam. Vorbei. Was denn? Man hatte uns versprochen, wir hätten genau so lange nach Ende des Kälteschlafs bereits ein Fertighaus. Kommt schon noch. Oder, Ryder? Reliktstätte. Möglicherweise mit ein paar Lauerern. Ist nicht schlimm. Ein paar Lauerer komme ich mit klar. Das ist ein Gerät der Cat. Sehen wir es uns mal an. Jetzt nicht mehr. Ich brauche mehr Input, um den Datenempfänger zu entschlüsseln. Behälter wäre mir immer noch lieber. Aber wenn er mehr Input braucht, kriegt er es auch nach und nach. Dass ich immer diesen Bergbau wieder aktivieren muss. Ein bisschen ärgerlich, aber was macht man nicht alles, um alles zu finden? Das ist der Ursprung des Signals der Periphone. Oh mein Gott! Und es sind Cat vor Ort. Schalten wir sie aus. Ah, da werden gerade welche abgeworfen. Hier frisst ein paar Granaten. Darauf können Sie Gift nehmen. Oh, Cora ist sauer. Wow. Jetzt
wäre die auch noch gestört. Alles klar, das war's. Hoffentlich geht's den Asari gut. Da. Transponder dann. Kein Zweifel. Das ist die Perifona. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Definitiv Kettbeschuss. Das hier war nicht einfach nur ein Absturz. Die Kett haben das Schiff pulverisiert. Es gibt keine Überlebenden. Wenn wir nur schneller gewesen wären, hätten wir... Verdammt! Aber das hier gibt keinen Sinn. Die Kett nehmen Gefangene. Warum sollten sie die Crew töten? Es wirkt fast so, als hätten sie die Perifona als Bedrohung gesehen. Dabei ist sie einem Kettkreuzer doch niemals gewachsen. Sekunde, ich hab hier was. Das könnte ein Flugschreiber sein. Er hat einiges abbekommen, aber vielleicht können wir ihn ja... Letzte Aufzeichnung. Wenn die Arche das hier je finden sollte. Wir haben versagt. Wir konnten sie nicht abziehen. Die Datenkopie ist verloren. Die Dezimierung ist zu gerissen. Vergeben Sie uns. Wir haben versagt. Die Dezimierung? Vielleicht sind das ja diese Elitejäger der Kett, von denen Hidaria gesprochen hat. Interessant. Bei dem Namen? Definitiv. Ich hoffe, Sie ersticken daran. Lieutenant, mit ein wenig Zeit könnten wir die Navigationsdaten rekonstruieren. Richtig. Dann könnten wir die Flugroute der Perifona zurückverfolgen. Vielleicht sogar bis zur Arche. Ich sehe mir das an, wenn wir zurück sind. Noch ist hier einiges zu tun. Aber einen Stufenaufstieg gab's immerhin. Warte bis... Ah. Wir warten gerne. Aber das ist jetzt eigentlich nicht meine vordringliche Aufgabe. Das haben wir. Da haben wir alles freigespielt. Hier bis Geheimprojekt. Das wäre doch mal ein Versuch wert hinzufahren. Aber als erstes müssen wir natürlich den Charakter wechseln, weil ich möchte Bebe dabei haben. Temperaturen liegen Bebe. Innerhalb des Toleranzbereichs. Da ist der Nomad. Jetzt brauche ich nur noch Alihep. So, nehmen wir mal eine ganz andere Konstellation. Wir sagen Jol und Ipe. So, kleiner Wechsel. Das Team muss ja auch mal verschnaufen, dass ich eben die ganze Zeit mit hatte. So, und hier wollen wir hin, genau. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Danke, Sam. So, so weit ist es ja nicht. Bisschen Powerboost noch dazu. Die Fenster beschlagen von innen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Komfort Element Zero, passt doch. Mal sehen, was wir noch finden. Na, jetzt finden wir erstmal nichts. So, Reliktech. So können wir wenigstens unsere... Das sind die Ruinen, die wir suchen. Zeit, ein bisschen Tech mitzunehmen. Ich
So, den hätten wir auch erledigt. Gut, dass wir unsere kleine Angriffsdrohne haben. Die hält doch gut was aus. Wo? Kam, sah und siegte. Erstmal nachladen. Bin so frei. Oh. Oh, okay. Ich schätze, wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Hier ist nichts. Ah, gefunden. Jetzt heißt es wieder ein wenig basteln. Ah. Aber das ist wenigstens ein Kleid, ne? Ein kleines Rätsel. Die anderen sind ja schon größer geworden. So. Was? Ups. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Die Eingabe war offenbar nicht korrekt. Ach, wir versuchen es einfach nochmal. So. Okay. Ja, so leicht ist es dann doch nicht. Machen wir erstmal. So. Okay. Ne, das wird nicht funktionieren. Das auch nicht. Dann muss ich hier was anderes hinmachen. Sieht gut aus. So. Na super. Auf gut Glück. Könnte das passen? Nein. Och, komm schon. Das Interfacing ist fehlgeschlagen, Pathfinder. Ich hab's gemerkt, Sam. So, entschlüsseln Sie die. Bäh, bäh, bäh. Okay. Das sieht auch gut aus. Auch okay. Ja. Den hier rein. Das sieht auch gut aus. Jawohl, alle guten Dinge sind drei, glaube ich. Geschafft. Können Sie das für Ihr Projekt gebrauchen, Pibi?
Sieht so aus. Echt coole Rel-Tech. Rel-Tech? Ja, eine Abkürzung, die ich mir ausgedacht habe. Rel steht für Relikte und... Ich verstehe. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Vielen Dank. Besuchen Sie mich mal auf dem Schiff. Ich gebe Ihnen dann einen aktuellen Statusbericht über das Projekt. Wird gemacht und wir verabschieden uns jetzt für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Joel, ich habe Sie neulich singen hören. Ich habe einen Blick riskiert. Sie haben Lotion auf Ihre Halsklappen aufgetragen. Das ist ein Irrtum. Was? Das Singen. Wie auch immer. Das tägliche Auftragen von hydrierter Aschesalbe ist wichtig, damit meine Halsklappen glänzen. So viele Fragen. Abo, Kommentar, vielleicht sogar. Also, oder ein Daumen. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Sarex.